Oh, wann sind wir endlich da, Onkel Waldo? Es ist nicht mehr weit, Willi, nur Geduld. Du musst doch lernen, wie man giftige Pilze von essbaren unterscheidet. Aber Onkel Waldo, ich esse doch am liebsten sowieso nur Schokolade. Ja, ja. Trotzdem zeige ich dir jetzt eine Ansammlung der gefährlichsten Pilze der Welt. Da vorne stehen sie, die Giftzwerge, da. Meinen Schülern im Gymnasium sage ich immer, das, was sie so gefährlich macht, ist... Das sind offenbar echt winzige Pilze. Ich jedenfalls sehe keine. Um Gottes Willen, die Knoblets sind weg. Die was? Die Knollenblätterpilze meine ich. Knoblets ist meine Abkürzung dafür. Nichts, nur noch Stummel sind übrig geblieben. Die Schnittfläche ist glatt und noch frisch. Das bedeutet, ein Pilzsammler war gerade hier und hat sie abgeschnitten, die ganze Kolonie. Meinst du, der Sammler will die Pilze essen? Das wäre ja furchtbar nicht auszumalen. Die Knoblets ähneln den Wiesenchampignons. Man kann sie sehr leicht verwechseln. Die Champignons sind ein Hochgenuss, die Knoblets tödlich. Das war bestimmt der Pilzsammler. Hallo, anhalten! Halten Sie doch an! Der wird sich umbringen, vielleicht seine ganze Familie. Wir müssen sofort die Polizei verständigen. Hallo Leute! Leute, los! An die Arbeit! Ein Typ im roten Jaguar wird sich umbringen und andere vielleicht noch dazu! Immer mit der Ruhe, Klößchen. Wovon redest du da überhaupt? Ich war mit meinem Onkel im Wald. Da hat ein Sammler versehentlich giftige Pilze gesammelt. Wenn er oder jemand anders diese Pilze isst, dann wird er sterben. Wir haben den Mann noch gesehen, aber wir konnten ihn nicht mehr warnen, weil er so schnell verschwunden ist. Konntest du das Nummernschild erkennen? Nein, er war zu weit weg, aber ich würde das Auto wiedererkennen, wenn ich es nochmal sehen würde. Es war ein roter Oldtimer, so eine abgefahrene Luxuskarosse. Mal sehen, ob wir den Autotyp im Internet identifizieren können. Nein, älter als der. Nein, es war ein Zweisitzer, glaube ich. Ja, er hatte eine ewig lange Schnauze. Warte mal. Ja, das ist er. Aber es war kein Cabrio, sondern er hatte ein festes Dach. Und rot war er. Ja, Karl, das ist das Auto. Okay, ein Jaguar Coupé E-Type. Baujahr so um 1960 herum. Ich werde versuchen herauszufinden, wer hier in der Gegend so einen Oldtimer fährt. So viele davon wird's ja wohl nicht geben. Sag mal, musst du nicht langsam los, Gabi? Heute fängt doch dein Schulpraktikum im Krankenhaus an. Ja, das stimmt, ich muss los. Tim will mich auf der Busfahrt begleiten. Ich freue mich schon riesig auf das Praktikum im Krankenhaus, Tim. Hoffentlich kannst du auch Blut sehen. Das kann nicht jeder. Was will denn die Polizei? Busfahrer ist doch nicht zu schnell gefahren, oder? Das kam mir nicht so vor, nein. Das ist ein Überfall. Niemand rührt sich von der Stelle. Jeder bleibt auf seinem Platz. Mein Kollege sammelt ein. Los, schmeißt eure Wertsachen hier rein. Mach schon. Was glotzt ihr denn so blöd? Her mit euren Sachen. Ist das etwa alles? Hey, Kleine, her mit dem Klunker. Die Ohrringe gebe ich ihm nicht. Gib sie ihm, Futter. So ist es brav.
gehört von meiner Oma. Karl, versuch was über die Autobahnpiraten rauszufinden. Wann sie zugeschlagen haben und wo. Vielleicht entdecken wir ein Muster dahinter. Kein Problem. Ich bin schon online. Tada! Oh Gott, wie siehst du denn aus? Klößchen ist wohl unter die Künstler gegangen. Schon eine Spur zu dem Pilzsammler gefunden? Nein, noch nicht. Ich habe die Zulassungsstelle angemailt, aber die hat bis jetzt noch nicht geantwortet. Mist, die Zeit läuft uns davon. Ich hoffe, wir finden ihn bald. Stellt euch mal vor, was das für eine Katastrophe wäre, wenn der Mann seine ganze Familie vergiftet. Leider muss ich wieder los, denn Papa öffnet morgen Abend ja sein Schokoladenmuseum. Und ich arbeite noch an einer Skulptur. An einer Skulptur? Lasst euch überraschen. Los, aussteigen! Was ist das denn? Was will der Kerl mit so viel Schokolade? Ist doch egal. Wahrscheinlich hat er eine Macke. Los, schraub du mal das Nummernschild ab. Kannst du etwa kein Blut sehen? Doch, doch, das ist kein Problem. Stell das bitte zu den anderen Proben. Morgen werde ich dir die unfallchirurgische Abteilung zeigen. Was ist denn passiert? Ich habe keine Ahnung. Meinem Kumpel geht es schlecht. Magenkrämpfe. Dr. Marienhoff, kommen Sie bitte sofort in die Notaufnahme. Eine Pilzvergiftung. Er hat eine Pilzvergiftung? Etwa durch Knollenblätterpilze? Ja, aber er hat großes Glück gehabt. Es war nur eine winzige Dosis. Das Komische daran ist, dass der Mann angeblich gar keine Pilze gegessen hat. Das hat sein Freund erzählt. Aber wie kommt dann das Gift in seinen Magen? Das frage ich mich auch die ganze Zeit. Wo ist sein Freund jetzt? Der kommt morgen wieder. Über diesen Patienten würde ich gerne etwas mehr wissen. Die Luft ist rein. Schnell! Da kommt jemand. Schwester Elfie, bitte kommen Sie sofort auf Station 7. Das war aber knapp. Dein Schokobauch bringt uns doch alle um. Hier habe ich die Krankenakte von diesem Tipgen. Er wohnt in der Dreimühlenstraße 14. Scheint niemand da zu sein. Das hier sieht aber nicht wie ein Geräteschuppen aus. Oh mein Gott, Leute. Seht euch das an. Das sind meine Ohrringe. Da sind die Autobahnpiraten. Schnell, verstecken. Na, erkennst du mich wieder, Autobahnpirat?
Lass mich los! Nimm die Töne weg! Weg mit dem Vieh! Glenschel hat gestanden, dass er und sein Komplize diverse Überfälle auf Autobahnen und Landstraßen verübt haben. Sobald sein Kumpan im Krankenhaus über den Berg ist, werden wir ihn auch verhören. Und was ist mit dem Jaguar? Den haben sie erst kürzlich gestohlen. Haben sie in dem Wagen vielleicht Knollenblätterpilze gefunden? Oder in dem Haus? Nein. Knollenblätterpilze nicht. Nein. Und den Halter, konnten Sie den schon ermitteln? Nein. Die Autobahnpiraten haben leider das Nummernschild entsorgt. Es wird eine Weile dauern, bis wir den gefunden haben. Tja, da sind wir schon ein bisschen weiter. Hier ist die Liste der Jaguar-Besitzer. Meine Recherchen haben ergeben, dass nur 3 Personen in der Stadt einen roten Jaguar dieses Typs fahren. Wenn das hier der Wagen ist und die Pilze nicht mehr drin sind, dann hat der Jaguar-Besitzer sie mit aller Wahrscheinlichkeit schon zu Hause deponiert. Also sollten wir da anfangen zu suchen. Dann nichts wie los! Also der Letzte. Vielleicht haben wir ja hier Glück. Helmerich von Roggen? Das ist der größte Konkurrent meines Vaters. Herr von Roggen, hier sind 4 Kinder, die Sie unbedingt sprechen wollen. Darf ich Sie vorschicken? Kinder? Ja, und eines der Kinder heißt Sauerlich. Na gut, schicken Sie sie rein. Willi Sauerlich? Was für eine Überraschung. Was führt dich denn hierher? Der Hunger nach wirklich guter Schokolade? Herr von Roggen, Sie wissen doch genau, dass die Sauerlichs die beste Schokolade machen. Na, das nenne ich wahre Verteidigung der Familienehre. Was kann ich für euch tun? Wir interessieren uns für Ihren Wagen. Sie fahren doch so einen schicken Oldtimer, einen Jaguar E-Type. Wurde Ihnen der Wagen vielleicht vor kurzem gestohlen? Wie kommst du denn auf sowas, Junge? Die Polizei hat 2 Gangster geschnappt, die mit einem roten Jaguar unterwegs waren. Das war nicht meiner, nein. Das hätte ich doch sofort der Polizei gemeldet. Danke der Nachfrage, aber da seid ihr bei mir falsch. Sonst noch was? Nein, nichts. Das war schon alles. Ach, Willi, hier hast du eine brandneue Schokolade aus dem Hause von Roggen. Die wird dir bestimmt schmecken. Sicher nicht so gut wie unsere neue Sorte Nusstraum. Sicher nicht. Herr von Roggen fährt doch einen roten Jaguar. Ja, normalerweise schon. Normalerweise? Tja, seit ein paar Tagen fährt Herr von Roggen einen anderen Wagen. Wieso das denn? Keine Ahnung. Das musste Herrn von Roggen schon selber fragen. In Tipkins Magen hat man unter anderem Schokolade gefunden. Schokolade? Was haben wir denn da? Eine Tafel Sauerlich-Schokolade. Vielleicht war die ja schlecht. Tickst du nicht richtig? Sauerlich-Schokolade ist nie schlecht. Zeig mal her. Was sagt man denn dazu? Das Papier ist viel zu dünn. Außerdem ist die Tafel viel leichter als unsere. Und der Geruch. Igitt, Nusstraum ist noch gar nicht auf dem Markt. Die wird doch erst bei der Eröffnung des Schokoladenmuseums als Weltneuheit vorgestellt. Leute, wir haben es hier mit einer Fälschung zu tun. Amatoxin, das Gift der Knollenblätterpilze. Ich fass es nicht. Die Schokolade ist vergiftet. Nein! Und schon wissen wir, wie das Gift in den Magen von Tipkin gekommen ist. Irgendwie werde ich den Verdacht nicht los, dass von Roggen dahinter steckt. Von Roggen? Du meinst, er hat die vergiftete Schokolade hergestellt? Wieso das denn? Vielleicht will er einen unliebsamen Konkurrenten ausschalten. Mein Vater! Das finden wir 4 raus.
doch nur ein Kätzchen. Reg dich nicht auf. Schokoladenfabrik hat ein Labor. Dort werden neue Sorten entwickelt und getestet. Kommt mal her! Das gibt's doch nicht. Die vergiftete Schokolade. Dieser Mistkerl. Die Eröffnung des Schokoladenmuseums? Wird ein absoluter Reinfall werden. Sie Monster haben unsere Schokolade gefälscht und auch noch vergiftet. Ganz richtig, Willi. Das wird deinem Vater das Genick brechen. Ich werde mir von euch Sauerlichs meine Geschäfte doch nicht ruinieren lassen. Ich sehe schon die Schlagzeile. Sauerlich-Schokolade vergiftet. Das Schokoladenmuseum wird geschlossen. Um euch kümmere ich mich später. Inzwischen könnt ihr ja schon mal die neue Sauerlich-Schokolade probieren. Ich garantiere euch, die schmeckt wirklich schrecklich. Mist! Keine Chance. Er hat sie von außen verriegelt. Wir sitzen in der Falle. Verflixt! Kein Empfang. Tut doch was. Wir müssen diesen Typen aufhalten. Wenn wir das nicht schaffen, wird er Hunderte von Menschen vergiften. Seht mal nach oben, Leute. Wo bleibt denn Klößchen nur? Wir müssen jetzt anfangen. Meine Damen und Herren, ich darf Sie heute Abend herzlich zur Eröffnung des Schokoladenmuseums begrüßen. Seit vielen Jahren schon ist meine Familie mit der Produktion von Schokolade und Pralinen beschäftigt. Gleich wird geduscht. Ich bin stolz, Ihnen heute Abend eine neue Sorte aus dem Hause Sauerlich vorstellen zu können. Ihr Name ist Nusstraum. Und nun wünsche ich Ihnen guten Appetit und einen schönen Abend. Eigentlich bin ich gar nicht so ein Süßer. Aber wussten Sie schon, dass 1500 vor Christus das Volk der Olmeken, die im feuchten Tiefland der mexikanischen Golfküste siedelten, die ersten waren, die Schokolade genossen haben? Halt! Nicht essen! Löschen! Oh, Papa, deine Schokolade ist vergiftet worden! Wie bitte?
Und zwar von diesem fiesen Widerling, Elmerich von Roggen. Was? Aber das ist doch Unsinn. Der Junge scheint von Sinnen zu sein. Er war's, Onkel Waldo. Er hat die Pilze der Schokolade beigemischt. Also das? Wir haben schon die Polizei verständigt. Jetzt weiß er endlich, wie wirklich gute Schokolade schmeckt. Dass Elmerich von Roggen zu so einer Schweinerei fähig ist, hätte ich niemals für möglich gehalten. Wir sind doch faire Konkurrenten. Naja, so wie es aussieht, laufen seine Geschäfte in letzter Zeit nicht mehr so gut. Da er kurz vor der Pleite steht, hat er zu rabiaten Mitteln gegriffen. Unser Ausflug in die Natur hat sich demnach gelohnt, nicht wahr, Klößchen? Ich schlage vor, dass wir gleich morgen früh in den Tauberwald fahren. Dort gibt es nämlich eine interessante Ansammlung von Fingerhut, den man wirklich nur sehr selten finden. Hä? Klößchen? In den Tauberwald? So ein Quatsch! Ich habe hier als Künstler Wichtigeres zu tun. Mein Lebenswerk.